This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute. Heute geht's um Frankreich. Ich habe schon überlegt, ob ich ein Video drüber mache oder nicht. Paris. Hier. Anschläge und so. Hat ja jeder mitbekommen. Ich habe es dann auch in Facebook irgendwann mitbekommen, nachdem jeder auch sein Profilbild geändert hat. Und ja, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, um nicht Leuten vor den Kopf zu stoßen oder so, glaube ich. Aber ich möchte nur mal auf die Relationen hinweisen. Diese Reaktion auf 130 Tote oder was, und hat mich an Scary Movie erinnert. Da fällt einmal ein weißes Kind in den Brunnen und die ganze Welt dreht durch. Ja, der Spruch ist mir da nur gekommen. Und ja, ich finde es auch schlimm und finde es nicht toll, dass da Menschen gestorben sind. Aber nur mal die Relationen, finde ich, sollte man bedenken. Jeden Tag sterben Kinder in Afrika, verhungern. Es sterben Leute überall auf der Welt heutzutage, genau wegen unserem Verhalten. Und wir produzieren Waffen. Deutschland produziert Waffen, Panzer, Maschinengewehre, finanziert Kriege. Wir essen Fleisch, bringen jeden Tag Menschen dadurch um. Verschwenden riesige Mengen von Ressourcen, und das machen wir alles durch unser tägliches Handeln. Und der einzige Weg in der Welt, was zu verändern, ist, sich selbst zu verändern und nichts im Äußeren. Wenn man seine Einstellung selber ändert, dann ändert sich das Handeln automatisch und die äußere Welt zieht nach. Aber dann dieses, oh, Frankreich, dann ist wieder jeder betroffen, weil es die Nachbarn sind. Oder was, oder weil es dann irgendwie real wird, dass vielleicht auch mal in Deutschland was passieren könnte. Und wir bringen jeden Tag Tausende von Menschen mit unserem Lebensstil um. Wir kaufen jeden Tag irgendwelche Discounter-Produkte. Wir kaufen irgendwelche Klamotten, wo irgendein Kind in Afrika näht oder in China oder was auch immer, in Taiwan, in Bangladesch. Amerika fängt Kriege im Irak, Iran, Afghanistan, was weiß ich wo an. Keine Ahnung, ich befasse mich damit nicht viel. Aber man sollte mal wieder die Relationen sehen. Wir starten Angriffskriege, gehen in Länder rein und bringen dort Menschen um. Meinen, das wäre das Richtige. Es ist genau das Gleiche. Es sind nur zwei Mächte, Gut und Böse, die kämpfen. Gut und Böse liegt da nur im Auge des Betrachters. Und wir müssen bei uns selber anfangen. Jeder bei sich selber und nicht irgendwie, boah, jetzt große Aufruhr, weil bei uns jetzt in unserem Lager so, es gibt nur eine Menschheit. Fertig, eine Erde. Und ja. Ja, es ist einfach nur lustig und traurig, wie das Bewusstsein von den Menschen einfach noch unterentwickelt ist. Und sie nicht mal sehen, die Relationen. Dann ändert da jeder sein Profilbild oder was auch immer. Ich kann doch mein Profilbild jeden Tag ändern, weil jeden Tag sterben Tausende von Menschen wegen unseren Handlungen, wegen unserem Konsum und unserem Lebensstil, den wir hier führen. Wir könnten keinen Tag so weiterleben, wenn wir nicht die ganze Welt ausbeuten würden.
Und das muss man sich selber bewusst machen und mal an die eigene Nase fassen. Es ist immer leicht, irgendwie sein Profilbild zu ändern oder einfach dafür dann zu sein und dann ist es wieder toll, jeder ist für Flüchtlinge oder so im Moment und dann ist es wieder in im Mainstream. Das ist doch alles eine Spielerei im Äußeren, das ist Ablenkung, da kann man wieder gut sein, gut sein. Willst du gut sein oder ganz sein? Heil bedeutet immer, Gut und Böse zu integrieren und es sind immer nur, es ist ein Spiel, die Leute, das wird doch jeder, bringt sich gegenseitig um. Man muss das mal durchbrechen und sich vom Bewusstsein her eine Ebene höher stellen und sich selber ändern. Und es bringt da gar nichts, irgendwie auf Politiker zu projizieren, dass die jetzt schuld wären, dass die, die reinlassen, die Flüchtlinge, oder dass die den Krieg da anfangen, oder dass das Geld nur schuld ist. Wir haben jeden Tag die Wahl, unser Stimmzettel ist der Konsum, alles, was wir jeden Tag kaufen, wird produziert. Wenn wir es nicht mehr kaufen, wird es nicht mehr produziert. Wenn wir nachfragen beim Händler, wo das herkommt oder wie das hergestellt wurde, dann steigert die Nachfrage danach auch. Dann kommt es auch mehr auf. Und wenn wir uns weigern, bei dem ganzen Scheiß mitzumachen, dann ergeben sich immer Alternativen. Wenn wir unser Geld nicht mehr für die ganzen Billigprodukte und den ganzen Schwachsinn, der produziert wird, den kein Mensch braucht, den kein Mensch glücklich macht. Wir haben immer mehr, aber sind wir glücklicher? Sind wir gesünder? Nein, wir sind kränker. Wir sind völlig am Boden. Und dann sieht man das noch nicht mal. Das ist wie, ja, das ist unbeschreiblich. Für mich jetzt so ist natürlich jetzt nur eine subjektive Wahrheit von mir jetzt klar, dem augenblicklichen Bewusstseinszustand, aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Ändert euch selber und ändert nicht irgendwas in der Welt. Kauft nicht so einen Scheiß. Ja, und das Ganze spiegelt halt nur wieder, wie wir jemanden bevorzugen, wenn wir dann irgendwie wieder Frankreich jetzt irgendwie Solidarität zeigen. Wir zeigen auch keine Solidarität zu den anderen Menschen. Außerdem zeige ich keine Solidarität zu einer Nation, sondern zur Menschheit. Völlig egal, wer dahinter steckt. Zu den Menschen, die da getötet wurden. Dafür tut es mir leid. Genauso wie es mir leid tut für die Menschen, die im Iran, im Irak, in Afghanistan, in Syrien, was weiß ich bei was für Kriegen umgebracht wurden. Genauso für die Kinder, die von uns ausgebeutet werden. Oder die Menschen, die von uns ausgebeutet werden, die irgendwie in Chemikalien stehen und irgendwie Klamotten für uns produzieren. Und da sollte man mal jeden Tag drüber nachdenken und den Scheiß nicht kaufen. Sich nach Alternativen umschauen. Und sein Leben ändern, seine Lebensweise. Schritt für Schritt. Und dann nützt es nichts, auf irgendwas im Äußeren zu projizieren. Man muss doch mal überlegen, warum gibt es denn so Terroranschläge? Gibt es nur, weil wir da hingehen und einen Krieg anfangen? Und dann ist der andere wieder wie ein Kleinkind sauer und greift zurück an und was weiß ich. Den Teufelskreis sollte man mal durchbrechen. Und erwachsen werden, aufhören mit der Scheiße. Ja. Ja, das war so mein Statement dazu, weiß auch nicht. Ich finde es nur lustig, traurig, ja, naiv und heuchlerisch, was auch immer, wie man es nennen mag. Macht's gut, Leute. Peace.